Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Ich zeige euch heute, wie man Leder und verstärktes Leder herstellt. Und zwar braucht ihr eine Gerberei. Dann braucht ihr Rinde als Brennstoff. Das seht ihr, das brennt aber noch 24 Minuten mit 48 Rinde. Dann braucht ihr für ein normales Leder braucht ihr Tierhaut. Da braucht ihr mindestens 3 Stück. Das seht ihr hier unten. Das Rezept und Leder wird erstellt. Wenn es durchgelaufen ist, sehen wir mal, was rauskommt. Tada! Einmal Leder und Nebenprodukt ist Teer. Teer braucht man noch für was anderes, aber das zeige ich euch dann im anderen Video. Dann tun wir das mal raus. Und hier für dicke Häute braucht ihr nur eins. Also für verstärktes Leder braucht ihr nur eine dicke Haut. Das braucht ihr dann für größere, bessere Rüstungen. Das kommt dann auch irgendwann. Das dauert natürlich auch ein bisschen länger. Und die dicke Häute bekommt ihr von Krokodilen und Nashörnern, von den größeren Gegnern halt. Von größeren Tieren. Und die kriegt ihr von kleinen Hasen, von Hyänen und was weiß ich was. Und ja, das war's dann auch schon wieder. Jetzt lassen wir das noch durchlaufen. Dann seht ihr, ich glaube, Nebenprodukt ist auch Teer. Ja, einmal Teer und einmal verstärktes Leder. So, dann danke fürs Zuschauen und sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao.